Oh, herzlich willkommen zu Skyrim. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Rattenweg, um diesen zu erkunden. Und naja, mal sehen, was wir hier alles drin finden werden. Sehr wahrscheinlich die Diebesgilde. Tja, mal gucken. Sehr wahrscheinlich die Diebesgilde. Ja, da vorne stehen schon so sympathische Kerle. So. Werfen. Gucken wir einfach mal, was die Kerle aushalten können. Oh Gott, die vertragen ja einiges. Na los, geht drauf. Ach Gott, was? Die können ja einiges vertragen. Boah, sind die stark, ey. Habe ich noch drei Stück von. Zwei, drei. Der macht mich jetzt fertig, wenn es so weitergeht. Ja, ich habe gewonnen. Super. Was habe ich davon? Ich habe keine. Gar keine. Kein Leben mehr. Wahrscheinlich sterbe ich gleich. Guck mal, Brot. Hä? Oh nein. Ein Taugenichts hat uns gefunden. Wenn der hier oben ist, da unten ist. Und wir hier oben, würde ich auch sagen, kann man den doch. Ach komm, wir gehen jetzt hier runter, machen wir den platt, ey. Alter, der wird uns nicht vernichten. Passt da mal gut auf, ey. Verdammt, der vernichtet uns wirklich. Der hat uns jetzt gerade wirklich platt gemacht. Ich fasse es nicht. Wie war das möglich? Oh, müssen wir die beiden auch nochmal besiegen? Wie kacke. Kann man hier nicht runter? Quasi so drumherum schleichen? Nee. Och Mann. Was? Muss ich ihn nochmal kaputt machen? Okay, also andere Taktik. Jagdbogen? So, und jetzt benutzen wir die beiden hier nochmal, ey. Und jetzt können wir auf die beiden Waffen hier umschalten. Ja, du bist in der Tat verloren. Tja, jetzt guckst du, ja? Jetzt bist du am Arsch. So, das ging noch besser als letztes Mal. Und der dritte ist da auch schon gleich. Sehr schön. Ja, komm her, komm zu Papa. Inventar, Waffen. Jagdbogen.
Boah, der stand um die Ecke. Hab ich gar nicht gesehen, ey. Jetzt muss ich aber meine Zaubertränke einnehmen. Alter, hab ich den gar nicht gesehen. Haha, hat er Angst. Ziemlich blöd, der Typ. Muss ich ehrlich sagen. Ganz schön unintelligent. Respekt. Experte? Nee, da mache ich nicht. Da komme ich eh nicht rum. Bin ich einfach noch zu schlecht. Ah, oh, guck mal. Wen haben wir denn da? Nehmen wir den Jagdbogen. So, den hätten wir down. Ach komm, ey. Gibt's ja sonst noch jemanden? Ja, da gehen wir noch hoch. So, alles ausgebrannt. Was haben wir hier? Gold. Käse. Ja, nichts. Knofi. Leeres Gefäß. Ah ja, also. Resultat nichts. Noch weiterer Skeverschwanz. Jetzt geh endlich drauf, ey. Gion Gian die Faust. Biergold. Handschuhe des Faustkämpfers. Waffenlose Treffer verursachen 10 zusätzlichen Schaden. Nehme ich mal mit, aber so besonders wertvoll sind die jetzt auch nicht. Oh. Bärenfallen. Gucken Sie noch irgendwo welche? Na, habe ich gerade keine gesehen. Oh. Nee. Ah. Magic Drinks. Bisschen was zu kochen und was. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn da? Ah, eine Eisenstreitaxt. Noch irgendwas zu mitnehmen? Oh ja, ein Falter, ein blauer Falter. So ist immer noch ein Falter eingesammelt. Was? Was war das da gerade? Sonst noch was? Nee, sieht nicht so aus. Weiter geht's. Hier sind wir also. Nehmen wir auch das hier mit. Das Messer kann da liegen bleiben. Will ich gar nicht. Der Bettler. Taschendiebstahl verbessert auf 22. Jawoll. Und wie es jetzt aussieht. Die zersplitterte Flasche haben wir wohl doch noch gefunden. Und wir haben bedauerlicherweise unseren ersten Death hinter uns. Sehr ärgerlich. Haben uns die beiden da totgekloppt. Oder der eine. Oder ich war einfach mal viel zu dämlich, um es überhaupt zu schaffen. Schick, schick, die Raged Flaggen. Hör schon auf,
sage euch, hier verhält es sich anders. Apfelkuchen, lecker. Ich bin nicht hier, um euch das Händchen zu halten. Ah, ist die Eimer? Ah, nee, Wex. Tornilia. Heuler. Ich denke, das brennt hier. Delvin. Zwischen Feckel und mir läuft das. Ich rate euch deswegen lieber. Eine Warnung. Mhm. Finger von den Waren zu. Aha. Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Würschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Ja, ich mir auch nicht. Hierher zu kommen war einfach. Ja. Ja. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht... Die war cool, die Aktion, hat richtig Spaß gemacht. Schulden, was haben sie getan? Die Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Mhm. Klingt gut, um wen geht es? Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation. Ah, das klingt doch schon mal gleich viel besser, als diese Graubärte zu besuchen. Wie soll ich vorgehen? Sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Nee, das pass mal auf, ey, pass mal auf. Dass einer von ihnen stirbt, ist schlecht fürs Geschäft. Ist so gut wie erledigt. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Der Schlüssel ist diese hässliche Zwerg. Kirava redet mit Talen Jai. Da erkläre ich euch gleich, dass, ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein. Mach mal. Also ich hab mir jetzt hier, guck mal, was haben wir schon alles erledigt? Guck mal, was wir schon alles erledigt haben. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Oh, wir haben auch einige auf. Forscherlegende von Guldur. Mhm. Jetzt optional. Stil Helga ist die Bella-Statue. Machen wir das mal. Kümmern wir uns um unsere guten Freunde. Oh. Nordmit. Ist zwar gestohlen, aber wir sind ja in der Diebesgilde, also eigentlich ja kein Problem, wenn ich irgendwas stehle, oder? Ich meine, dann macht das ja jeder so. Fast durchsuchen. Cool. Und ich sehe, ich kann nur noch 5 Dinge aufnehmen. Also 5 Spalten. Nicht viel. Muss ich gleich mal gucken, dass ich das Zeug loswerde. Sonst kommen wir nicht mehr sehr weit, Leute. Nee, dann kommen wir nicht mehr sehr weit. Kommen wir gar nicht mehr weit. Nee, dann sind wir eigentlich gestrandet. Ist ja scheiße. Gut, wir haben jetzt unsere erste Mission. Gucken wir mal, wie wir das über die Bühne bringen. Ne, töten werden wir keinen. Macht euch da mal keine Sorgen. Geht alles gut, ey. Keiner stirbt. Diese Ladezeiten, die waren mal kürzer, das sage ich euch, Leute. Furchtbar. Furchtbar, einfach schrecklich. Aber sie ging ja zum Glück vor zu Ende. Vorbei, geht auch. Boah, momentan laber ich mal wieder so einen Scheißdreck, fällt mir auf. Eieiei, das war mal besser. Ei. Es war mal besser. Ja, nur wie die Ergehrinnen den Handwerker herstellen. Ich stell dir gleich auch mal was her. Viel cooler ist das dann. So. Los, mach hinne. Gib Stoff. Ach, fliegt das hier alles durch die Gegend? Ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Was wollt ihr? K-
Trevor. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will. Schaut, Kerava hat. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Wollt ihr ein Zimmer oder was? Zahlt mal, zahlen. Woher in aller Welt wisst ihr von. Bitte. Ach, ich muss die Dinge ja vorlesen, verdammt. Bedeutet mir alles. Tut ihr nichts an. Dann bezahlt und ich werde die Sache vergessen. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Machen wir. Reich des Vergessens. Was? Und die nächste Person. Also die Missionen sind momentan noch sehr einfach. Schön easy. Schön easy. Ach, geh raus. Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Ich habe ihm doch schon erklärt, dass man einem Stein kein Blut abpressen kann. Es geht nicht mehr nur um Geld. Ich kann kein Geld herbeizaubern, wo keins ist. Bitte seid doch vernünftig. Ich werde nächsten Monat bezahlen. Unsere Geduld ist am Ende. Was hat es denn für einen Sinn zu bezahlen? Eure Leute kommen ja nicht einmal mit sich selbst zurecht. Genauso gut könnte ich das Gold gleich in die Gosse werfen. Mich könnt ihr mit euren Drohgebärden nicht einschüchtern. An euch zahle ich nicht eine müde Münze. Das wollen wir ja mal sehen. Und meins. Bitte, nehmt nicht die Statue. Das ist das einzig Wertvolle, was ich noch besitze. Dann soll ich die Statue in einen Brunnen werfen. Lady Dibella. Nein, bitte. Ich darf sie nicht verlieren. Doch. Ich habe schon verstanden. Da habt ihr euer Gold. Ich hoffe, ihr erstickt daran. Hoffentlich erstickst du daran. Verstanden. Was wollt ihr denn noch? Was haben wir hier? Ehrlich zu sein, will ich deine ganzen Tränke haben? Davon fehlen mir nämlich einige. Ich würde sagen... Ah, komm, ey, wir sind Dieb, da können wir doch auch jetzt hier Schatulle knacken. Können wir uns mal reichlich bedienen hier. 62 Gold nur. Honig stehlen? Ich habe gerade Honig gestohlen. Wofür brauche ich denn Honig? Ah. Okay, haben nochmal schnell hier was mitgenommen, mitgehen lassen. Sehr gut. Wofür brauche ich Honig? In Inventar. Gucken wir mal im Inventar. Bestimmt noch sonstiges. Nee. Schlüssel, Bücher, Zutaten etwa. Nicht? Honig. Stellt 2 Gesundheitspunkte wieder her. Na, den Honig hatte ich aber auch noch nicht. Alles klar. So, klauen wir noch schnell was von der letzten Person. Oh nein, ihr seid doch einer von Brynjolfs Bande. Richtig. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß, weshalb ihr hier seid. Sagt Brynjolf, er soll sich keine Sorgen mehr machen. Oh, schaut, ich habe sogar die Summe, die ich ihm schulde. Hier, nehmt sie. Wie, ich musste jetzt nichts machen? Guck mal, hier steht so viel krasser Scheiß rum. Und, oh. Und der Lümmel steht ja auch noch. Dann hoffe ich mal für dich, dass du was Gutes zu verkaufen hast. Oder ich dir was Gutes verkaufen kann. Das brauche ich nicht mehr. Einen Moment, Leute, ich bin sofort wieder für...
So, hier bin ich wieder zurück, habe auch extra wieder das Headset eingeschaltet. Ja, habe ich nicht vergessen. Brauche ich denn noch? Nee, eigentlich nicht, ne? So, Bekleidung. Na, 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 na. Handschuhe des Faustkämpfers. Nee, das brauche ich noch mal. Das brauche ich auch noch mal. Ja, die Dinger sind leicht genug, schätze ich mal. Die kann man mitnehmen. Auch, auch. Ah, hier kann ich ja wieder was verkaufen. Altowein brauche ich nicht. Ja, das kann weg. Bier kann weg. Brot. Ja, benutze ich eh nicht, also. Wir behalten nur ein bisschen was. Das behalten wir, das behalten wir. Komm, alle 5 Apple weg, ey. Außer jetzt 20 Sekunden lang 25 Stellen. Ah, das kann ich behalten. Karotte, weg damit. Kartoffel, weg. Kohl, weg. Kohleintopf mit Äpfel. Ah, komm, weg damit. Brauchst du eh nicht mehr. Das kann ich behalten, das kommt weg. Was behalte ich? Die Tomaten kommen weg. Ziegenkäse kommt weg. Ziegenkäsenscheibe kommt auch weg. Mut alles raus. Zutaten sind leicht genug. Bücher sind leicht. Und sonstiges Drachenknochen. Auf jeden Fall weg. Das weg, das weg, das weg. Drachenknochen sind ja schön und gut, aber schwer, sage ich euch, Leute, schwer. Jetzt gucke ich mal, was er hier hat. Dietriche nehme ich immer mit, wenn ich welche finde. Die lohnen sich nämlich. Was haben wir noch? Jede Menge Steine, Pelze. Was hat denn der, was hat er an Waffen da? Ah ja. Nichts Besonderes sehe ich gerade. Aha, ein brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, 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 brauche ich nicht. Nee, ne. Ich hoffe, Brynjolf erstickt an seinem Gold. Die sollte ich klauen oder irgendwie kaputt machen. Aber das war wohl nicht nötig. Okay, wie es dann weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Skyrim.